Hallihallo, habe die Ehre, herzlich willkommen zurück in Night City zum vielleicht letzten Video in Cyberpunk. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Wir sind hier aufgewacht, wir haben 20 Stunden weggeklappt sind. Folgen jetzt Wayland zur Rogue. Wayland. Oh, ist immer noch geschlossen. Okay. Ihr habt euch also kennengelernt. Sehr gut. Rogue, was macht diese Kreatur hier? Er ist unser Pilot, bringt uns heute zum Corpo Plaza. Rogue. Du bist die Beste. Ich weiß. Sonst wärst du ja nicht hier aufgekreuzt. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Nichts lieber als das. Ja. Was ist das hier? Retrodüsen. Antigravs. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus fast jeder Höhe nach unten. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Alles gut. Hab's schon. Okay. Tana, nehmen wir mit. Wie der Plan lautet. Ja. Steck den Splitter an. Oh, die Tür. Machen wir den mit dem Katana fertig? Haben wir nur das Katana? Ach so. Aber jetzt warte mal. Ich möchte gern bitte meine Samurai-Cappy, gell? Danke. Dann möchte ich gerne dieses komische Gedöns hier. Danke. Dann will ich gerne meinen Oberkörper, die unterste Schicht, und zwar möchte ich gerne hier meinen Samurai T-Shirt. Johnny's Tanktop. Muss es schon stylisch sein. Und dann möchte ich Sachen weglegen. Gleich geht's weiter, Vita-Rucksack. Und zwar sortieren wir das nach SPS. Das niedrigste unten. Z war das? Yep. Nehmen jetzt einfach mal alles mit, oder? Schau mal, wie viel Schaden die noch kurz haben. Inventar. Da haben wir 343 für eine Handfeuer. 415 für eine Handfeuer. Power Revolver. Revolver müssen wir fast behalten. Es tut mir leid, aber. Das kann man tauschen. Zum gesperrt. Rüste dich aus, optional, ja. Gerne. Also, ich jetzt da überhaupt kein Problem, mich auszurüsten. Aber irgendwie, ne? Aktion gesperrt. Hey. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen. Sie so lange halten wie nötig und dann lebend rauskommen. Der Arasaka Tower ist eine Festung. Das sicherste Gebäude in Night City. Wir können also nicht durch die Vordertür spazieren. Also schaffen wir uns selbst ein Fenster, durch das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech Strix ein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen. Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Ja, wir landen mitten in einem tropischen Regenwald. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen ins Erdgeschoss. Die Sicherheitsleute werden überrascht sein. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand.
Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt. Und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Wie gesagt, es gibt nur einen Boss. Eine Königin. Wir lassen also Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst? Darauf habe ich ewig gewartet. Jetzt spritzt dir nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir deutlich mehr tun. Jetzt zum komplizierten Teil. Wir werden einen Jurugi 0401-Satelliten aus dem Orbit schubsen. Scheiße, ein Satellit! Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination, keine Unterstützung. Totales Chaos. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jurugin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst Alt? Sie ist die Einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Ich muss sowieso mit Alt reden. Ich überrede sie. Versau's nicht, Johnny. Das ist das Einzige, was ich nicht tun kann. Ich sag doch, ich krieg das hin. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach unten. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Der Plan hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Rogue. Was? Ich danke dir. Dank mir später. Erstmal um Alt kümmern. Weißt du, wie man sich im Cyberspace bewegt? Naja, Vee hat ja einige Übung darin. Ich schaff das schon. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie's geht. Und du, Waylon, schmeißt den Strix an. Wir sind gleich bei dir. Wie lange braucht ihr? Hab ich noch Zeit für ein Nickerchen? Wenn der Alte noch pennen, bist du nicht mehr ganz sauer. Aber was kann ich jetzt die Ausrüstung anlegen? Hürde. Und Hürde. Aktion gesperrt. Hey, du wirst also eintauchen, ja? Das ist der Plan. Alles klar. Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Ich mach für heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Und versau meine Ausrüstung nicht. Okay. Lässt du mich halt einfach mal alleine. Ich sagte doch, Alt Cunningham ist Geschichte. Das glaube ich nicht. Ein Teil von ihr ist noch da drin. Scheiße, du siehst aus wie sie. Du siehst alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob... Du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wee Zeilen eines Codes. Okay, das ist alles echt abgefuckt. Ich fühle mich... nackt. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Ich weiß, wie wir nach... Unterhalb des Arasaka Towers. Vorhersehbar. Heilige Scheiße, du tust es.
Du liest meine... Der Jurugen 0401 ist kein Problem. Ich kann den Satelliten deaktivieren. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann? Wirst du von Vi getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Aufhören zu existieren? Wie die Konstrukte darin, oder? Nein. Die Datenkonstrukte werden nicht zerstört. Sie werden Teil von etwas Größerem. Okay. Nein, lass es. Ich verstehe es immer noch nicht. Weil du dazu nicht in der Lage bist. Tja, mach doch, was du willst. War das alles? Warte. Eine Sache noch. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Alt ist weg. Seine... Na toll! Geh doch, verpiss dich! Drauf geschissen! What the fuck? Oh mein Gott, jetzt passiert wieder irgendwas. Papierkram liegt bei Asukaga in Finch. Ja, alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an. Du wirst es nicht bereuen. Ich muss los. Hab dich lieb. Größtes Ding deines Lebens in diesem Outfit. Dein Ernst? Wieso? Steht mir doch super. Fängt nur keine Kugeln ab, aber wenn du meinst. Bereit? Rogue. Mein Sohn. Okay, das habe ich nicht erwartet. Soll das etwa heißen, du hast... Ein Privatleben? Ja. Mehr musst du nicht wissen. Also nochmal, bist du bereit? Okay. Also das muss er jetzt wirklich nicht. Ich kann ihn das bitte blinken. Danke. Ja, bin soweit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. Na dann. Ich mochte diese Bar. Werd sie vermissen. Ich glaube, so wenn du nie zurückkommst. Ganz nach oben. Ja, jetzt hat. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel er dafür kriegt. Gute Frage. Wie viel kriegt man für einen Job wie diesen? Das geht nur ihn und mich was an. Ach, ist das so eine große Sache? Fixer Söldnerdiskretion. So sind eben die Regeln. Akzeptier's. Okay, dann steigt die Party, würde ich sagen, oder? Diesmal nicht, Schätzchen! Wayland, bring uns hoch! Alles klar! Thank you.
still. Ist alles okay? Ich kann nur nicht glauben, dass wir das echt durchziehen. Wie in alten Zeiten, oder? Wie in alten Zeiten. Ich muss mal ganz kurz stellen, ich möchte immer noch wissen, ob ich jetzt hier Waffen und so. Okay. Weißt du, was ich an Night City am meisten mag? Ach ja, was denn? Das da unten. Das? Einen Tag bist du in der Gosse und am nächsten liegt dir die ganze Stadt zu Füßen. Diese ganze Scheißstadt. In der dir keiner was vorschreiben kann. Nicht mal diese Hurensöhne. Keine Ahnung, wie das endet. Aber ich sag dir, das gibt ein lautes Erwachen. Ja, die Stadt ist reif für einen neuen Weckruf. Scheiße, das ist so schön. Und es wird gleich noch schöner. Was soll das heißen? Ihr dreht euch eine Tüte und lasst mich nicht ziehen. Träum weiter, Squammer. Guckt nach oben, Leute. Arlinken hat den Auftritt in 3, 2, 1. Wow, war das der Jerugin? Wünscht euch was. Hey, die haben uns im Visier. Scheiße. Was machen wir? Unseren Plan durchziehen. Gott. Das Gebäude ist abgeriegelt. Scheiße. Hey, atmest du noch? Personal in die vorgesehenen Bereiche. Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche ihn zu erreichen. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten finden. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon. Aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Wir holen dich da raus. Bleib, wo du bist. Was auch sonst. Wir holen Wayland ab. Okay. Okay. Beschäftigt am Terminal. Vorbeischleichen gehen. Spaten des Pittels. Entscheide du. Ich mach mich. Knocking on Heaven's Door. Wir sehen dich gleich. Bleib in Deckung. Ich durfte wieder keinen Schritt nach links machen. Rechts. Wie auch immer. Fuck you, ehrlich. Wir haben uns gleich entdeckt. Pass auf! Ja,
sehen, was ist. Mal sehen, ob das Terminal nützlich ist. Okay, zum AV. Jetzt warte mal. Ja, wir müssen das hier ordentlich machen. So, tschüss. Und du auch noch. Ich habe Wayland gefunden. Auf zum Wasserfall. Warte da auf dich. Okay, ich geh nicht hier lang. Alles gut. Was bist du? Endlich. Fangen wir an. Hey Wayland, hörst du mich? What? Laut und deutlich. Tür gehört mir. Jeder nimmt ein. Johnny, du hast die Wahl. Mich an deinen Vater. Was? Aber du bist zu jung. Nicht jetzt. Nichts wie weg hier. Bewegung. Darf ich jetzt diese Waffen wählen? Bitte. Warte mal, ich möchte gerne die mit der teilen. Danke. Scharfschützengewehr. Nein. Dann lass mal das so. Und da möchte ich gerne ein Visier drauf haben, sofern es noch möglich ist. Würde ich mich echt freuen. Also das wäre schon. Ja. So, das Beste, grün. Super. Jetzt ist das Ding lautlos. Mods. Macht den Schaden einer Waffe nicht tödlich. Trotzdem mal zwischendurch einfach so ein paar Speicherpünktchen machen. Ja, darf ich auch? Danke. Siehst du den? Hohes Tier. Hat den Zugang, den wir brauchen. Gehört dir, Johnny. Den habe ich nicht gesehen. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Danke. Hey, was? Wie Spider Murphy so gern sagte, die Katze hat was angeschleppt.
Schnapp dir den Zugangschip und weiter zum Fahrstuhl. Hab den Zugangschip. Jetzt zum Fahrstuhl. Schon wieder nicht rennen. War ich zu viel Gewicht habe, oder? Fuck you. Entschuldigung. Was hab ich denn so vieles noch? Darf ich das jetzt nicht zerlegen? Oh Mann. Ich kann nichts zerlegen. So, jetzt kann ich es zerlegen. Warum kann ich die nicht zerlegen, die Knarre? Ich vergrufe nicht. Die sehen dich sonst. Okay. Ich denke mal, so leid es mir auch tut. Das Atrium. Scheiße. Ich habe hier erst vor einem Monat Michiko Arasaka getroffen. Wir werden hier nochmal einen Cut setzen müssen. Ich glaube, das dauert immer noch relativ lang. Ich will aus, aber dass es langsam fertig wird. Aber gut, Leute, bleibt dran. Morgen schauen wir weiter. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann geht's ja weiter, ne? Bis dahin, habe die Ehre und Servus.